vor 2 oder 3 Jahren hat das Brecht, Babylon, das Kino Babylon am Luxemburgplatz hat einen Brecht-Festival veranstaltet und da kam quasi diese Idee auf, da haben wir das zum allerersten Mal ausprobiert. Diese Inszenierung von Brecht, der Hofmeister, die ja mit seinem Berliner Ensemble, als er noch das Haus am Schiffbauer Damm noch nicht hatte, hatte er hier Gastrecht im Deutschen Theater unter Wolfgang Langenhoff und hat hier inszeniert als Berliner Ensemble und inszenierte dann seine Bearbeitung von Lenzens Hofmeister. Und das Verblüffende war, das war eine Inszenierung, die ein rauschender Erfolg quasi in der DDR war. Brecht hatte ja immer so eine Zwischenposition hier, war ja nicht so unbedingt gelitten wegen seines Formalismus oder wie die Vorwürfe auch lauteten, machte da diese Inszenierung, die dann so ein bisschen ein Mythos wurde. Heiner Müller sagte auch, das war der lebendigste, der beste Brecht, den er überhaupt je gesehen hatte. Und diese Inszenierung wurde, Brecht hat ja seine Arbeiten immer sehr sorgfältig dokumentiert, hatte die ehemalige Liebte und Mitarbeiterin und Fotografin Ruth Berlau, die machte ja den größten Teil dieser Szenenfotos und dann wurden Modellbücher entworfen, um gewissermaßen seine Ästhetik auch nachvollziehbar zu machen für Leute, die jetzt nicht ins Theater gehen konnten. Und diese Inszenierung des Hofmeisters wurde dokumentiert, indem eine Filmkamera, eine 35mm Kamera hingestellt wurde, die quasi nicht wie normal 25 Bilder die Sekunde machte, sondern die machte jede Sekunde ein Bild. So, und wenn man das jetzt so, diese Bilder dann hintereinander schneidet, dann ist das so ein 7-minütiger total Zappelfilm. Und der wurde von der Akademie der Künste dann, glaube ich, aufgeblasen, sodass jedes Bild eine Sekunde stehen blieb und dann entstand daraus ein 2,5-stündiger Film. Und wir fanden das Material sehr interessant. Das war dann so eine Idee von, ich glaube, Erdmut Witzislaw vom Brecht-Archiv oder von Grossman vom Babylon, ob wir, Tom und ich, das nicht nochmal quasi, es gab keine Tonspur dazu, ob wir daraus nicht so eine Art wieder richtigen Film machen wollten. Und wir inszenieren das jetzt hier an den Kammerspielen, da wo das Stück auch tatsächlich Premiere hatte, mit 5 Schauspielern, die quasi die Texte, die auf den Film, der immer noch ein sehr grober, schwarz-weiß, stumm Zappelfilm ist, eben blumm, jede Sekunde ein so bewegen die sich dann dadurch, indem die Schauspieler die Texte live einsprechen. Und das funktioniert irgendwie sehr gut. Das ist ein interessantes Medienexperiment. Sowas gab es, glaube ich, noch nicht im Theater. Und man hat dann hier an historischem Ort die Gelegenheit, einer Brecht-Inszenierung nahe zu kommen. Also die selbst natürlich nicht zu erleben, sondern wir sind irgendwie 5 Schauspieler. Wir haben das dann ein bisschen verschlankt auf diese eigentliche Hofmeister-Läufer-Geschichte und dazu noch mit Matthias Trippner, einem großartigen Musiker, der dann die ein bisschen mehr macht als jetzt bloß so die klassische Stummfilm-Klimperei, aber die eben auch. Ach, in Babylon war es so eine Partisanenaktion. Wir sind raus, Film ab, die Schauspieler haben dann ihre Texte gemacht und dann war es irgendwie da. Das hatte natürlich was Ruffet, was Frischet, was extrem lebendig. Und hier haben wir jetzt aber die Gelegenheit wahrgenommen, tatsächlich wirklich nochmal ganz präzise hinzugucken, zu schneiden, die Musik zu organisieren, etwas vorsichtig Geräusche reinzubringen. Da ist ja so ein bisschen die Gefahr, dass man so einen quasi Stummfilm, also auch im Musikalischen, dann so überfrachtet und so Hans Zimmer, Hollywood-Musik da raufballert und raufschmiert. Also das waren so Pendelbewegungen, die wir auch ausgeschritten sind, um einfach zu gucken, was funktioniert was, wie modern darf die Musik sein. Wie sehr sollte sie lieber da so Situationen illustrieren? Wie sehr kann sie irgendwie auch dagegen gehen? Wie sehr, welche Ästhetik soll die haben? Das waren so Sachen, an denen wir jetzt irgendwie schon eine Weile rumarbeiten. Aber das Schöne ist jetzt, dass wirklich die Schauspieler auch die Gelegenheit, also wir jetzt in den Proben quasi die Gelegenheit haben, uns als Schauspieler dem Film irgendwie auch anzunähern, dem, was da wirklich passiert, nachzuvollziehen, Haltungen zu entwickeln und so. Das war ja beim allerersten Mal. Bam, 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 bam.
Und wir sind dann irgendwie darauf gekommen, das jetzt dann hier auch noch am Deutschen Theater zu machen, natürlich auf Einladung des Hauses. Und aber eben auch, weil die Leute, die das da gesehen haben, total verblüfft waren und dachten, wow, was war denn das? Das war ja toll und so. Das ist schon irgendwie so ein Setting. Man sieht so den Film, die Schauspieler stehen da quasi in einer Ecke, der Musiker in der anderen Ecke. Und irgendwann, wenn ich dann irgendwie nichts zu tun habe oder auch die anderen Kollegen, die dann drinnen sitzen oder wenn die Schauspieler nichts zu tun haben und sich das angucken, haben wirklich so die alle die gemeinsame Erfahrung, dass man wirklich in diesen Film reingezogen wird. Und das ist schon irgendwie sehr verblüffend, weil der schon sehr fern, sehr abstrakt, schwarz-weiß, wie ein... Selbst die Stummfilme sind ja noch 10 Bilder pro Sekunde oder 15 Bilder pro Sekunde. Also die sind ja dann auch flüssig dagegen. Aber es funktioniert dann irgendwie doch. Also natürlich aber eben auch durch das Spiel der Schauspieler, die dann da so sich das greifen. Es ist natürlich für uns ist es einfach ein Experiment. Ich finde ja immer Sachen auszuprobieren, die es so ohne weiteres noch nicht gab, finde ich ja durchaus erstrebenswert. Und dadurch, dass wir diesen Vorlauf da mit dem Babylon haben, haben wir gesehen, es funktioniert. Aber es ist natürlich was Interessantes. Das ist, glaube ich, Theater, historisch interessant. Das ist, glaube ich, auch so, was die Medialität betrifft, hat es eine andere Aktualität und ist interessant. Also man sieht den Film und die Texte werden live eingesprochen und das ist mehr als so eine Synchronisationsleistung, was da irgendwie passiert. Also das finde ich wirklich eine wirklich spannende Konstellation, die es so, glaube ich, noch nicht im Theater gab. Zumal wir haben wir dann auch, von daher hat man da nochmal einen anderen Blick drauf. Wir waren dann, als wir uns da mit Hofmeister beschäftigt haben, sehr fasziniert von den Notaten von Brecht. Es gibt da wirklich relativ lange Texte, wo er so ein bisschen über die Absichten, Intentionen, Ästhetik und so spricht und teilweise aber auch sehr präzise Analysen, Bildanalysen quasi oder Szenenanalysen liefert. Und die haben wir in so einer Kommentarebene auch mit reingenommen. Also das ist sowohl, man sieht sowohl den Hofmeister, wie erfährt Brecht im Nachdenken über den Hofmeister oder in seiner Beschreibung oder das, was er sieht. Also es hat so mehrere Ebenen, die finde ich dann schon irgendwie ganz, das macht irgendwie auch Spaß und finde ich interessant. Ach, die Frage, ist Brecht noch aktuell? Die wäre, glaube ich, vor 20, 30 Jahren schwerer zu beantworten gewesen. Inzwischen ist es ja so, dass unsere Welt immer wieder in diesen Brecht-Fokus sich selber irgendwie hineinstellt. Wenn man an die extreme Nähe solcher Figuren wie Arturo Uy und Donald Trump denkt, dann denkst du, das hat Brecht gestern geschrieben. Oder also so, das ist schon irgendwie ganz klar. Und beim Hofmeister ist es natürlich die interessante Frage, die beim Hofmeister, der kastriert sich dann. Aber das ist ja etwas, was, wenn ich es jetzt so ganz allgemein sage, was wir irgendwie auch alltäglich machen, uns zu kastrieren, um zu funktionieren, um in dieser Gesellschaft unseren Platz zu haben oder behalten zu können oder zu halten oder den nächsthöheren zu erobern. Also das ist, finde ich, ein hochaktuelles Stück. Und ist nebenbei noch eine Komödie. Das ist schon irgendwie eine große Leistung.